طيب diese Vorfall, der hier erwähnt wird, wie auch hier bezeichnet als Dhatur Riqa'. Dhatur Riqa' war ein Feldzug im Jahr 6 nach der Hijra. Und es wird so genannt, Dhatur Riqa', kommt von dem Wort Raqa'a, was flicken bedeutet, etwas zusammenflicken. Und es wurde deswegen so genannt, laut einigen Historikern, weil die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich wund liefen. Also sie durch das viele Laufen und durch den Marsch waren ihre Füße verwundet und sie haben sich sozusagen Stoff oder ähnliche Sachen um die Füße gewickelt und somit sozusagen die Füße wieder zusammengeflickt. Deswegen wurde das Dhatur Riqa' genannt. Und der Mann dieser Beduine, Al-A'rabi, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam angreifen wollte, er war von dem Volk zu denen, die Gefährten marschierten. Und das Interessante ist jetzt, also unabhängig davon, dass hier in diesem Hadith das Vertrauen, der Tawakkul des Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt wird, und das war auch das, was den Mann so perplex machte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, Allah, er fragte, man yamna'uka minni, wer schützt dich jetzt vor mir? Weil die Gefährten waren alle verteilt. Die hatten ja den einen Baum, hatten sie für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelassen und haben sich verteilt. Und dann sagte er, man muss sich diese Situation so vorstellen, dass es macht einen Unterschied, wie man etwas sagt, ne? Ein Mensch spricht einfach diverse Floskeln und ein anderer sagt sie aus voller Überzeugung, in einer entsprechenden Gelassenheit, auf ganz natürliche Art und Weise. Und er sagt zu ihm dreimal, Allah, und der Mann sieht wahrscheinlich diese Gelassenheit im Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese Zuversicht und das Schwert fällt ihm aus der Hand. Und der Prophet nimmt das Schwert und zückt es jetzt in seine Richtung und fragt ihn dieselbe Frage. Jedenfalls, was auch interessant ist in dem Hadith, ist die Edelmut des Propheten und sein Charakter. Also der Mann hat nicht den Islam angenommen, wie wir gesehen haben. Ne? Aber der Gesandte Allah hat ihn gehen lassen. Und das hat einen, unabhängig davon, dass es ein edelmütiger Charakter ist, ist das auch strategisch gesehen sehr vorteilhaft. Er erlebt nämlich eine Situation, eine lebensbedrohliche Situation, in der es eigentlich für die Verhältnisse dort keine Chance gäbe. Und er lässt ihn gehen. Und der Mann kommt zu seinem Volk zurück und sagt, ich komme gerade vom besten Menschen, den ich gesehen habe. Das kann eine Anregung auch für sie sein, sich mit diesem Mann etwas mehr näher zu beschäftigen. Hätte er ihn aber abgemetzelt an Ort und Stelle, hätte das einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. So.